Ein Heimsieg überstrahlte den 84. Fritz-Brandt-Renntag auf der Trabrennbahn Mariendorf. Die gebürtige Berlinerin Sarah Kube trumpfte auf ihrer Heimbahn auf und sicherte sich den Sieg im prestigeträchtigen Fritz-Brandt-Rennen. Bei dem stark besetzten Teilnehmerfeld keine Selbstverständlichkeit. Doch die Mariendorferin, die quasi auf der Traditionsbahn aufgewachsen ist, zeigte schon in den Vorläufen, dass der Sieg nur über sie gehen konnte. Sowohl mit dem seit 8 Starts unbezwungenen Rossini-Diamant als auch mit dem ebenfalls formstarken Tragopan Jet zog sie souverän ins Finale ein. Ja, natürlich. Bei einem Sieg ist man immer zufrieden. Ja, also sicherlich, ich habe das mitbekommen, aber ich hatte jetzt nicht unbedingt Angst, weil, wie gesagt, Rossini packt immer wieder an, wenn außen einer kommt, und das hat er in dem Fall auch getan. Im ersten Vorlauf hatte sich in einem spannenden Rennen Simon Siebert mit dem favorisierten Lordano Ass durchgesetzt. Nicht ganz so eng ging es im vierten und letzten Vorlauf zu. Dort dominierte die Stute Mont Etoile mit ihrem Fahrer André Pögel die 1900 Meter lange Strecke. Beide Fahrer waren mehr als zufrieden mit ihren Finaleinzügen. Ja, sehr zufrieden. Das Rennen war sehr schnell, aber mit dem Pferd bin ich sehr zufrieden und ich habe auch noch ein bisschen was drin gelassen für den Lauf. Ich musste nur im letzten Bogen kommen und da hat es ein bisschen Probleme gehabt. Und wo ich im letzten Bogen kam und dann sie laufen lassen konnte, dann habe ich gewusst, okay, jetzt haben wir das Ding gewonnen. Bevor es dann zum großen Finale kam, konnten die Finalteilnehmer um Sarah Kube und die zahlreichen Zuschauer unter anderem noch ein wenig Derby-Luft schnuppern. Die Abdel-Toddington-Serie der dreijährigen Stuten stand auf dem Programm. Einer, der weiß, wie man gewinnt, ist Michael Nimczyk. Er trat mit Charlotte Newport, der Schwester der Derby-Siegerin Gilda Newport, an. Auch wenn sie eine Debütantin ist, hatte Nimczyk die vorderen Plätze im Visier. Das Pferd hat zweijährig in der Quali viel Laufvermögen gezeigt, hat sich jetzt dreijährig in einem Probelauf gut wieder vorgestellt. Und ich erwarte schon was von der Stute. Sie hat unheimliche Kapazität, unheimliches Können und ich glaube, wir können mitmischen. Trotz einer ordentlichen Leistung reichte es nicht für den Sieg. Den holte sich die Favoritin NYSE mit ihrem Fahrer Roland Hülskat. Doch auch der sah seine Stute noch nicht am Ende der Entwicklung. Ganz im Gegenteil. Nein, da muss man noch ein bisschen dran arbeiten, weil die Stute ist halt sehr groß und sie wird zwischendurch noch Wachstumsschübe bekommen. Und da muss man halt genau dosiert auch die Rennen nachher fahren und gut einsetzen, dass sie auch bis August frisch bleibt, wo es Derby ist, Stutenderby. Und da arbeiten wir jetzt dran. Das Pendant der dreijährigen Hengste und Wallache gewann dann im 11. Rennen des Tages Thorsten Tietz mit Passepartout. Schon im Lauf zuvor hatte Tietz feiern dürfen, denn im Finale des Fritz-Brandt-Rennens trieb Sarah Kube den von Tietz trainierten Rossini-Diamant zum Sieg und sorgte damit für den ersten Berliner Heimerfolg seit 2005. Oh, ich bin super glücklich und auch ein bisschen ergriffen, weil ich habe noch nie dieses Rennen gewonnen und auf der Heimatbahn ist ganz toll, also ich bin happy. Das erste Band hat natürlich 20 Meter Vorgabe, die musste ich natürlich erstmal aufholen und dann waren relativ viele Pferde im Galopp unterwegs und dann war das so eine kleine Slalomfahrt, aber es hat super geklappt dann. Heimerfolge, spannende Läufe und hochklassiger Trabrennsport. Schon nach dem ersten richtigen Renntag kann man sich auf der Rennbahn in Mariendorf auf eine Saison mit sportlichen Höchstleistungen freuen.